Herzlich willkommen. Sexualität nach Gebärmutterentfernung. Worauf kommt es an? Wie funktioniert es mit dem Orgasmus? Wie sind die Empfindungen? Die Gebärmutterentfernung ist eine der häufigsten Operationen überhaupt. Über das Tabuthema Sexualität wird aber wenig gesprochen und es gibt kaum fundierte Informationen dazu. Dabei wäre es gerade bei dieser häufigen Operation wichtig, Bescheid zu wissen, wie es um die Sexualität steht. In diesem Video möchte ich euch die Situation erklären. Heute schauen wir uns vor allem die Situation an, wie sie ist, wenn eine Gebärmutterentfernung wegen einer gutartigen Erkrankung gemacht wird. Das ist Schmerzen im Unterbauch, also Endometriose, Blutungsprobleme im Zusammenhang mit Myomen oder auch ohne Myome und Senkungszustände. Wenn es um eine Gebärmutterentfernung wegen eines bösartigen Tumors geht, dann ist die Situation manchmal wesentlich anders. Wenn es um das Thema der Sexualität im Zusammenhang mit einer Gebärmutterentfernung geht, dann müssen wir überlegen, ob die Art der Operation, also ob es sich um eine Bauchspiegelung, um eine Entfernung der Gebärmutter von der Scheide her oder über einen offenen Bauchschnitt handelt, einen Einfluss hat. Weiter könnte es sein, dass es einen Zusammenhang gibt mit dem Grund, weswegen die Gebärmutterentfernung gemacht wurde. Und schließlich möchten wir ja möglichst genaue Informationen erhalten, die uns über die Qualität des Erlebens, über die Qualität des Orgasmus zum Beispiel, Auskunft geben. Es gibt eine ordentliche Menge von Publikationen, welche diese Frage untersucht haben. Ich stelle euch hier drei Zusammenfassungen vor, die uns insgesamt einen recht guten Eindruck über die Situation ergeben. Als erstes erkläre ich euch den Fragebogen, auf dem die allermeisten dieser Publikationen basieren. Es ist der Female Sexual Function Index, abgekürzt FSFI. Es ist ein Fragebogen mit 19 Fragen, welche die Themenbereiche Lust, Erregung, Feuchtwerden, also Lubrifikation, Orgasmus, Befriedigung und Schmerzen abfragen. Einige der Fragen zeige ich euch hier, damit ihr eine Vorstellung habt, was in diesem Fragebogen vorkommt, und die Antworten beziehen sich immer auf die letzten 4 Wochen vor dem Ausfüllen dieses Fragebogens. Wie oft fühlten Sie sexuelle Lust und Interesse? Mit Antwortmöglichkeiten von immer, fast immer bis fast nie und nie. Wie würden Sie die Stärke Ihrer sexuellen Erregung während sexueller Aktivität und Geschlechtsverkehr einschätzen? Von sehr hoch bis gar nicht? Wie zuversichtlich waren Sie, bei sexueller Aktivität oder Geschlechtsverkehr sexuell erregt zu werden? Von sehr hoher Zuversicht bis gar keine Zuversicht? Wie schwierig war es, bei sexueller Aktivität oder Geschlechtsverkehr eine Lubrifikation zu bekommen, also feucht zu werden? Von überhaupt nicht schwierig bis überhaupt nicht möglich? Wie schwierig war es, bei sexueller Aktivität oder Geschlechtsverkehr einen Orgasmus zu bekommen? Von sehr einfach bis unmöglich? Wie zufrieden waren Sie mit der sexuellen Beziehung zu Ihrem Partner? Von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden? Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Sexualleben insgesamt? Von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden? Wie oft hatten Sie unangenehme Empfindungen oder Schmerzen während oder nach dem Geschlechtsverkehr? Von nie bis immer. Bei diesem Fragebogen können minimal 2 und maximal 36 Punkte erreicht werden. Das sollten wir uns merken, wenn wir nachher die Resultate anschauen. Die erste Publikation, die ich euch vorstelle, ist von 2022. Hier wurden 80 Frauen, die zwischen 2015 und 2017 eine Gebärmutterentfernung hatten, wegen einer gutartigen Erkrankung befragt. Die gutartigen Erkrankungen wurden in 3 Gruppen eingeteilt, und zwar Pelvic Pain, also Unterbauchschmerzen, atypische Blutungen, das heißt Blutungsprobleme, häufig assoziiert mit Myomen, und Senkungen. In dieser Publikation, wie auch in vielen anderen Publikationen, ist übrigens der Begriff Pelvic Pain nicht weiter ausgeführt.
Unterbauchschmerzen haben natürlich einen Zusammenhang mit Endometriose und Adenomyose. Diese Erkrankungen werden aber häufig nicht explizit benannt. Wie ihr seht, besteht bezüglich dieses Themas also auch hier eine großzügige Ignoranz. Was beim Lesen der Studie auffällt, ist, dass mit 80 relativ wenige Frauen befragt wurden. Dann ist mir aufgefallen, dass praktisch alle Gebärmutterentfernungen im Zusammenhang mit einer Beckenbodensenkung von der Scheide her gemacht wurden. Das erscheint mir nicht mehr unbedingt zeitgemäß, denn die Option der Sacrokolpopexie, die ich euch in einem frühen Video schon erklärt habe, die sehr gute Ergebnisse bringt, wurde hier offenbar nicht gemacht. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Kunststoffnetze aufgrund der Probleme mit den vaginalen Netzen grundsätzlich in den USA nicht mehr viel gemacht werden. Aber was wir auch wissen ist, dass je nach Datenlage die Sacrokolpopexie bezüglich Sexualität ein besseres Ergebnis bringt als die vaginalen Operationen. Was auch auffällt, in der Gruppe der Frauen, die eine Gebärmutterentfernung wegen Pelvic Pain, also wegen Unterbauchschmerzen hatten, wurden 3 per Bauchschnitt offen operiert und 2 von der Scheide her. In der Gruppe, in der vor allem Endometriose und Adenomyose bestand, sind also nur 15 von 20 per Bauchspiegelung operiert worden. Das scheint mir auch nicht sehr adäquat, denn eine Endometriose sollte man im Idealfall, wenn immer möglich, per Bauchspiegelung operieren. Aber schauen wir uns einmal die Resultate an. In dieser Tabelle sind die FSFI-Werte vor und nach Operation nach diesen 3 Gruppen aufgeteilt aufgelistet. Wenn wir diese Werte anschauen, dann sehen wir, dass in der Gruppe, die wegen Pelvic Pain, also wegen Schmerzen, eine Gebärmutterentfernung hatte, der Wert mit 29 nach der Operation gar nicht so schlecht ist. Wir wissen ja, der maximale Punktwert in diesem Score ist 36. Bei den Frauen, die eine Gebärmutterentfernung wegen Blutungsproblemen hatte, lag der Wert bei 26 und bei denen wegen einer Beckenbodensenkung bei 23. Vor allem bei den Senkungen ist dieser Wert nicht so überzeugend, aber bei allen 3 Gruppen haben sich die Werte verbessert. Wegen der eher geringen Fallzahl und der Zweifel, die ich bereits geäußert habe, denke ich, dass man auch diese Zahlen zum Teil etwas anzweifeln kann bezüglich der allgemeingültigen Aussagekraft. Diese Zahlen zeigen aber eine wichtige Tendenz. Die Qualität der Sexualität wird durch die Gebärmutterentfernung nicht verschlechtert, sogar eher verbessert, insbesondere dann, wenn die Gebärmutterentfernung wegen Schmerzen gemacht wurde. Und das ist ja auch nicht so ganz überraschend, wenn Schmerzen besser werden, wird möglicherweise deswegen auch die Sexualität besser. Die nächste Publikation, die ich euch zeigen möchte, ist diese von 2015. Hier sind 10 Publikationen, die zwischen 2005 und 2013 erschienen sind, zusammengefasst. Es ist ein sogenanntes Narrative Review, also eine Textzusammenfassung und nicht eine statistische Zusammenfassung. Dabei wurde versucht, die Auswirkungen auf die Bereiche Lust, Erregung, Orgasmus, Befriedigung und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu erfassen, also fast alle Bereiche, die auch im FSFI abgefragt werden. Folgende Erkenntnisse haben sie zusammengefasst. Zum Thema Lust hat sich insgesamt eher keine Veränderung ergeben. Allerdings hatte eine Gebärmutterentfernung dann eher einen negativen Effekt, wenn sie über einen offenen Bauchschnitt durchgeführt wurde und wenn die Eierstöcke mit entfernt wurden. Bezüglich Erregung ergab sich, dass es einige Daten gibt, die dafür sprechen, dass die Situation besser wird, andere spricht dafür, dass die Situation schlechter wird. Eine Verschlechterung der Erregung hatte möglicherweise einen Zusammenhang mit einer Verschlechterung der Lubrifikation, also der Möglichkeit, feucht zu werden, was allenfalls auch einen Zusammenhang mit der hormonellen Situation haben könnte. Bezüglich der Bereiche Orgasmus und Befriedigung konnten die Autoren feststellen, dass es auch hier einige Publikationen gab, die einen positiven Effekt, andere, die einen negativen Effekt gezeigt haben und solche, die überhaupt keine Veränderung gezeigt haben. Unter dem Strich also eher keinen Einfluss.
In dieser Zusammenfassung wurden auch Studien berücksichtigt, welche die Situation im Zusammenhang mit einer Gebärmutterentfernung wegen Krebs untersucht haben. Und hier zeigte sich ein negativer Effekt auf die Sexualität. Das ist nicht so überraschend, denn wenn es um Krebs geht, geht es darum, den Krebs möglichst vollständig zu entfernen und entsprechend wird sogenannt radikaler operiert. Das heißt, das Ergebnis ist nicht darauf fokussiert, die Lebensqualität möglichst gut zu machen, sondern den Krebs möglichst vollständig zu entfernen. Je nach Operation kommt es dann auch dazu, dass ein Teil der Scheide mit entfernt werden muss, was zu einer Verkürzung der Scheide führt. Wenn wegen einer gutartigen Erkrankung eine Gebärmutterentfernung gemacht wird, dann wird dadurch die Länge der Scheide nicht verkürzt. Wenn wegen bösartigen Tumoren operiert wird, dann wird in den meisten Fällen auch die Entfernung der Eierstöcke gemacht und damit kommt die betreffende Frau per sofort in die Situation der Menopause. Und der Wegfall der Hormone hat natürlich einen negativen Effekt auch auf die Sexualität. Kurz zusammengefasst haben die Autoren dieser Publikation festgestellt, dass sich die Qualität der Sexualität nach Entfernung der Gebärmutter wegen einer gutartigen Erkrankung insgesamt eher verbessert hat. Und was die Autoren auch festgehalten haben, die Qualität der Sexualität vor der Gebärmutterentfernung ist ein wesentlicher Faktor, welcher auch die Qualität nach der Gebärmutterentfernung beeinflusst. Nun komme ich noch zu der dritten Publikation. Sie ist von 2023. Es ist ebenfalls eine Meta-Analyse. Diese hat Arbeiten von 1994 bis 2021 zusammengefasst. Und darin ist doch eine beachtliche Anzahl an Frauen vertreten, nämlich 4054. Was man dazu sagen muss, die heute in den westlichen Ländern weit verbreitete Laparoskopie, also die Bauchspiegelung, hat erst etwa ab 2005 zunehmend Verbreitung gefunden. In dieser Datensammlung sind also noch sehr viele Operationen per Bauchschnitt, also offen durchgeführt worden. Und wir wissen, dass die Erholung nach einem Bauchschnitt länger dauert als nach einer Laparoskopie und auch die Situation bezüglich Schmerzen schlechter ist. Was in dieser Publikation zusammenfassend herauskommt, ist, die Gebärmutterentfernung hat die Qualität der Sexualität nicht verschlechtert und zwar unabhängig davon, ob diese von der Scheide her offen über Bauchschnitt oder per Bauchspiegelung durchgeführt wurde. Was in dieser Studie ebenfalls festgehalten wurde, ist, dass es keinen Unterschied macht, ob die Gebärmutter total, also mit Gebärmutterhals und Muttermund entfernt wurde oder supracervikal. Bei der supracervikalen Hysterektomie wird der Gebärmutterhals und der Muttermund belassen und es gibt eine Debatte darüber, ob dies einen Einfluss hat auf den Orgasmus. Gemäß dieser Publikation ist das nicht der Fall. Was ein weiteres nicht so überraschendes Ergebnis ist, die Entfernung der Eierstöcke zusammen mit der Gebärmutter verschlechtert die Qualität der Sexualität danach. Auch wenn eine Hormonersatztherapie danach gegeben wurde, war dieser Effekt negativ. Das ist nicht so überraschend, denn mit einer Hormonersatztherapie lässt sich die Situation nie genau so nachbilden, wie es vorher mit einem natürlichen Zyklus war. Das unterstützt, was ich auch schon gesagt habe, zusammen mit einer Gebärmutterentfernung sollte man vor der Menopause in der Regel die Eierstöcke nicht aus prophylaktischen Gründen entfernen. Die Aussage dieser Publikation hat sicher eine gewisse Verlässlichkeit, denn es sind gut 4000 Frauen befragt worden. Zusammenfassend kann man sagen, mit dem FSFI werden verschiedene Bereiche der Sexualität abgefragt und man kann sich dadurch ein gewisses Bild über die Qualität machen. Was alle drei Publikationen tendenziell gezeigt haben, durch eine Gebärmutterentfernung wird die Qualität der Sexualität nicht schlechter, sondern sie bleibt gleich oder wird sogar eher besser. Eine Verbesserung kann man vor allem dann erwarten, wenn die Gebärmutterentfernung im Zusammenhang mit Schmerzen, also mit Endometriose und Adenomyose gemacht wird. Und was wir auch gesehen haben, wenn gleichzeitig vor der Menopause die Eierstöcke entfernt werden, so hat das auch bezüglich Sexualität einen negativen Effekt.
Ebenfalls wichtig, die Qualität der Sexualität vor der Gebärmutterentfernung ist ein wesentlicher Faktor, welcher die Qualität auch nach der Operation beeinflusst. Und wenn die Gebärmutterentfernung wegen einer bösartigen Erkrankung, wegen eines Tumors gemacht wurde, so hatte das insgesamt einen negativen Effekt. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich kaum negative Rückmeldungen zur Sexualität nach Gebärmutterentfernungen höre. Das kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass sich die betroffenen Frauen nicht bei mir melden. Allerdings kenne ich auch viele Frauen, die nach Gebärmutterentfernung und Endometriosesanierung eine Verbesserung erlebt haben. Es würde mich sehr freuen und es wäre sicher auch hilfreich für andere Frauen, wenn ihr mit dem Thema Erfahrungen gemacht habt und diese Erfahrungen mit uns in den Kommentaren teilen würdet. Vielen Dank! Auch wenn diese Datenlage zeigt, dass eine Gebärmutterentfernung bezüglich der Qualität der Sexualität keinen Effekt oder sogar einen positiven Effekt hat, so ist natürlich eine Gebärmutterentfernung doch eine Operation, die man nie ohne guten Grund machen sollte. Und in diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, vor der Operation alle wichtigen Fragen zu besprechen. Dazu gehört auch die Sexualität. Eine Operation sollte ein Entscheid sein, der gemeinsam getroffen wird. In der Medizin wird das heute als sogenannter Informed Consent bezeichnet. Natürlich führt eine Gebärmutterentfernung als Operation kurzfristig zu Schmerzen und gewissen Einschränkungen, die auch die Sexualität betreffen. Wenn aber der Entscheid für eine Gebärmutterentfernung gefällt wurde, aus einem guten Grund, wegen einer gutartigen Erkrankung, so ist die Aussicht vorhanden, dass sich die Situation bezüglich Sexualität dadurch sicher nicht verschlechtert und vielleicht sogar eher verbessert. Und wenn sich die Sexualität nach einer Gebärmutterentfernung verschlechtert, so kann das natürlich auch andere Gründe haben. Ein häufiger Grund kann der Rückgang der Hormonproduktion sein. Gebärmutterentfernungen werden häufig im Alter zwischen 40 und 50 gemacht, in der Zeit, in der auch natürlicherweise die Hormonproduktion zurückgeht. Das wäre allenfalls ein Moment, um über die Möglichkeit einer Hormonersatzbehandlung nachzudenken. Und dann gibt es natürlich auch noch zahlreiche andere Gründe und Faktoren, welche die Qualität der Sexualität beeinflussen. Auch das sollte man nicht vergessen. So, das war's zu diesem Thema. Ich bin euch dankbar, wenn ihr dieses Video teilt, mir ein Like gebt und meinen Kanal abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.